In Österreich sind Themen wie der Fachkräftemangel oder auch Digitalisierung große Themen. Wir meinen, dass Weiterbildung der zentrale Faktor sein wird, um diesen Problemen auch wirklich auf die Spur zu kommen und positiv, optimistisch hier auch dran zu gehen. Wir sind daher für einen neuen nationalen Aktionsplan, eine Strategie für lebenslanges Lernen. Erwachsenenbildung in der heutigen Zeit darf einfach kein Schlagwort mehr sein. Die Zeiten, wo jemand einen Job begonnen hat und bei Unternehmen oder in der gleichen Branche geblieben sind, sind längst vorbei. Wir benötigen Lernprogramme, wir benötigen Unterstützung auch von der staatlichen Seite, damit Menschen in Österreich sich weiterbilden können, damit sie mehr Förderungen bekommen und damit sie up to date bleiben und gegenüber den nachfolgenden Generationen nicht ins Hintertreffen kommen. Das heißt, es ist nicht nur die Digitalisierung, die hier im Raum steht, wo natürlich nachfolgende Generationen besser damit umgehen können, weil sie damit aufgewachsen sind. Das ist einerseits verständlich, andererseits geht es aber auch darum, um Ängste abbauen zu können. Viele Menschen haben einfach Angst vor Digitalisierung, haben Angst davor, aus dem Arbeitsprozess zu fallen. Hier müssen wir ansetzen in der Erwachsenenbildung, dass wir hier neue Akzente schaffen, neue Anreize schaffen, damit nicht die Diskussionen sich immer um Schulbildung allein drehen. Es ist kein Konkurrenzkampf, sondern es muss ein Miteinander sein. Die Schulbildung, die Erstausbildung muss einhergehen mit Erwachsenenbildung bis ins hohe Alter hinein, bis hin zum Seniorenbereich, wo wir natürlich auch Verpflichtungen haben, auch ältere Menschen hier up to date zu halten, damit sie sich im täglichen Alltag auch zurechtfinden können. Universitäten bieten Regelstudium und Weiterbildungslehrgänge. Und bei diesen Weiterbildungslehrgängen passiert Ähnliches wie bei privaten Anbietern von Weiterbildungsprogrammen in der berufsbezogenen Erwachsenenbildung. Es gibt aber keine Wettbewerbsgleichheit, weil Weiterbildungsprogramme von Universitäten mit ECTS-Punkten versehen werden können und akademische Grade verliehen werden. Das ist privaten Anbietern nicht möglich und ich fordere eine Waffengleichheit in diesem Bereich, weil Weiterbildungseinrichtungen von Universitäten ja mit Steuergeldern finanziert werden oder unterstützt werden, private Anbieter hingegen nicht. Und hier ist eine massive Wettbewerbsverzerrung am Markt gegeben und ich würde fordern, dass wir in den privaten Bereichen ebenfalls ECTS-Punkte vergeben können und natürlich nach gewissen Qualitätsstandards aufgebaute Lehrgänge auch letztendlich für die Absolventen graduieren können. Okay, Ihr Statement bitte. Ja, wir als Plattform fordern natürlich von der Politik mehr Aufmerksamkeit für die berufliche Erwachsenenbildung. Hier braucht es einen nationalen Aktionsplan. Gerade in Zeiten, wo viele Betriebe als Beispiel über Fachkräftemangel klagen, ist es umso wichtiger für die Aus- und Weiterbildung, für die berufliche Aus- und Weiterbildung zu investieren. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten dazu. Dazu braucht es mehr politische Verantwortung und das fordern wir. Die Herausforderung heute ist ja in der Bildung, dass man zum Beispiel auch Digitalisierungen mitnimmt. Das ist ein wichtiges Thema, Industrie, Handel, eigentlich überall. Und die Fragestellung ist, wie schafft man das in der Gesellschaft? Eine Möglichkeit ist, wir nehmen bestehende Strukturen, staatliche Strukturen. Ich glaube, dass private Bildungseinrichtungen hier einen Beitrag leisten können, in einer Flexibilität digitale Inhalte anzubieten und auch damit digitalen Kompetenzen der Österreicherinnen breit über alle Schichten hinweg zu gewährleisten. Und diese Flexibilität, wenn sie sich dieser Zukunft widmen wollen, die ist wahrscheinlich auch ganz gut aufgehoben, wenn man die Breite zulässt. Die Breite hat aber auch Kosten natürlich. Das bedeutet, als private Person, wenn man sich weiterbilden möchte, hat man manchmal nicht so die Möglichkeit, das zum Beispiel abzusetzen oder einen finanziellen Zuschuss zu bekommen. Es ist nicht besonders einfach. Ich glaube, wenn man dort eine Förderung machen könnte, dann würde man die digitalen Kompetenzen der Österreicherinnen rasch heben können. Und ich denke, private Bildungseinrichtungen hätten auch die Flexibilität, sehr schnell anzubieten und entsprechend auch immer wieder zu adaptieren und zu erweitern. Staatliche Einrichtungen sind total wichtig, aber wahrscheinlich für einen langen Prozess oder auch vielleicht für anerkannte, vielleicht auch
wenn man so möchte, akademische Ausbildungen, sicherlich unentbehrlich. Aber Digitalisierung ist da, ist ein Thema, wird immer stärker. Frage ist, wie schaffen wir da die Kompetenzen in der Bevölkerung flächendeckend anzubieten und dann abzudecken. Ja. Ich denke, da könnten wir einen Beitrag leisten. Und für mich ist einfach wichtig, dass auch in der Politik erkannt wird, dass Erwachsenenbildung nicht eine Lehrausbildung ist, nicht ein schulisches System ist, sondern es gibt wahnsinnig viele private Anbieter, die das machen. Wir sind nicht besonders stark in der Lobby vertreten. Wir sind halt Unternehmer und da eine gewisse Awareness zu schaffen, das wäre so mein Wunsch an die Politik. Europa braucht Weiterbildung und die Weiterbildung braucht Europa. Es ist ganz wichtig, immer wieder neue Konzepte für die Bildung zu entwickeln, neue Strategien, um immer weitere Zielgruppen für die Weiterbildung zu erreichen und zu begeistern, neue Lehr- und Lernmaterialien zu entwickeln. Diese entstehen oft in Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen in Europa, über Grenzen hinweg, gefördert durch die europäischen Bildungsprogramme. Und ohne diese oft zitierte europäische Dimension ist heute Weiterbildung gar nicht mehr denkbar. Die Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung steht einfach für Vielfalt, für lebenslanges Lernen. Wir wollen aufmerksam machen, dass wir einfach nicht mehr nur von der Schulbildung weg heute ein ganzes Arbeitsleben, ein Berufsleben bestreiten können. Auch im Alltag, im Privatleben benötigen wir Digitalisierungsprozesse. Wir müssen einfach up-to-date bleiben. Die Plattform mit ihren Mitgliedsbetrieben ist eine Vielfalt aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es technische Ausbildungen, juristische Ausbildungen, Softskill-Trainings, Sprachen, IT-Trainings, um einfach den gemeinsamen Nenner hervorzustreichen. Erwachsenenbildung ist wichtig und hat unserer Ansicht nach in Österreich noch zu wenig Stellenwert, noch zu wenig Beachtung. Wenn wir heute von Bildung in Österreich sprechen, ist immer die sehr wichtige Schulbildung, Erstausbildung gemeint, aber selten die Erwachsenenbildung. Und wenn wir 40, 45 Jahre im Berufsleben stehen, dann kann ich Erwachsenenbildung einfach nicht ausblenden. Deshalb gibt es die Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung und wir wollen einfach hier sensibilisieren, motivieren. Lernen kann Spaß machen, macht Spaß und wir wollen das einfach forcieren.